Moin Moin Leute, willkommen bei was komplett anderes, hier bei Hörnchen spielt, und zwar Guild Wars 2. Oh mein Gott, ich fange was Neues an. Was neben World of Tanks und was neben War Thunder? Thunder mit Z. ja, vollkommen egal. Ich hab irgendwie Bock auf Guild Wars bekommen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Ich hoffe, das klappt von der Auflösung her. Sonst werdet ihr das nie zu Gesicht bekommen. Und wenn ihr es zu Gesicht bekommt, dann gefällt es mir nachher von der nach der Komplettbearbeitung. Und sonst nicht. Ignoriert, was ich gerade gesagt habe. So, wir machen das in Folge 1, was das Schwerste in Folge 1 für mich immer ist. Das Erstellen eines neuen Charakters. Was ich gerne mit euch spielen würde, wäre der Ingenieur, weil ich ihn selber noch nie gespielt habe in dem Spiel. Ich spiele aktuell, das habt ihr glaube ich gerade gesehen, Weitläufer auf Level 36. Ich habe in letzter Zeit wieder Bock bekommen drauf. Aber egal, dazu nachher mehr. So, wir erstellen hier einen männlichen Char. Das sind diese katzenähnlichen Wesen. Genau sowas hier. Verdammt hässlich. Nein, absolut cool. Ja, und wir spielen Ingenieur. Das heißt, Ingenieure sind Meister der Technik und Alchemie. Sie besiegen ihre Feinde mit Gefechttürmen, Granaten, Elixieren und allerlei anderen beeindruckenden Geräten und Gebäuden, die schmeißen mit dreistöckigen Wohnhäusern um sich. Ja, ich fand es eigentlich ziemlich cool, den mit einem Char zu spielen. Rein technisch, vom reinen Setting her, würde es auch natürlich passen mit diesen kleinen Viechern hier. Wobei die doch eher auf Magie und ähnliches bedacht sind. Also, wir nehmen die Char, weil die sind super technikbewusst. Männlicher Char. Weiblicher Char sieht irgendwie merkwürdig aus. Ne? Wir wollen sowas spielen. Eine Hauskatze haben will, dann kaufe ich mir eine Hauskatze. So, Ingenieur. Oh Gott. Schwer wird es auf jeden Fall mit der Erstellung, weil es gibt 1000 Voreinstellungen und allein schon die Fellmerkmale sind oh, super geil. ja, ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen Bock auf World of Tanks, auf Guild Wars bekommen. Durch was? Keine Ahnung. Ich gucke hier öfters mal Twitch und sehr viel Twitch. Sehr, sehr häufig. Oh Gott, das ist wie so eine Sucht. Also Twitch Livestreaming, wer es nicht kennt. Und ja, da hatte ich. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich kann es mal andersrum machen. Zack. Okay. Nicht viel schlechter. Da hatte ich dann irgendwie einen Guild Wars Stream und der war ganz cool. Oh yeah, baby. Ein weißer mit etwas dunkleren Stellen. Oh, das sieht episch aus. Oh, ich bin ein Gott. so, Kopfoption. Und wie gesagt, da habe ich ein bisschen Videos geguckt von Guild Wars und ja, da waren halt auch ein, zwei sehr geile dabei, beziehungsweise was heißt Videos, Livestreams natürlich. Ein paar PvP-Varianten, aber auch so ein paar Jump-Sachen und sowas. Und da habe ich dann wieder angefangen vor. Das ist einfach ganz grob blöde heute, wenn ihr es seht. Weiß ich noch nicht, wenn ihr es seht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe angefangen wieder. Heute ist, wo ich gerade eben hier aufnehme, ist der 24. Ich glaube, vor dem 22., 23. habe ich es hier installiert. Ja, zu hell. Zu weiß. Ja, hier so grau, ne, das ist ja nicht mehr der Jüngste, Alter, der schmeißt mit übelsten Gefechttürmen um sich. Gesicht, boah, hässlich. Mein Gott, auch sie hier bei der Allianz von World of, Quatsch, von World of Warcraft. Finde ich nicht schlecht, finde ich zu merkwürdig. Sieht, oh yeah, hier der alte verbitterte Mann mit Ziegenbart, alles klar, haben wir. Hörner, finde ich ein bisschen übertrieben. Finde ich zu aus dem Diablo, gefällt mir. Hornlänge, weak, weak. Ja, hier muss ja nicht gleich der übelste Kampfstier sein. So, machen wir das hier mal im Kurzdurchlauf. Das ist mir vollkommen egal. Die Augenfarbe sind dunkel, naja, sind blassgrün oder blassrot. Naja, rot ist immer doof, rot heißt immer aggressiv. Und hier mittelblau, blassblau, sieht doch gar nicht mehr schlecht aus.
Ego, 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 ich habe neue Beißerchen. ich habe keine Ahnung. Ich würde so sagen, dass hier, da erinnere ich jetzt nicht so viel dran. Maulneigung. Ach so. Okay, naja, das ist hier auf Mitte. Ändert euren Kopf und eure Ohren, die Ohrenlänge. Oh ne, hier kommt ein bisschen kürzer, muss schon sein, ne? Ohrenbreite. Naja, dafür ein bisschen. Naja, der Kopf kann hier. Ein bisschen größer kann er sein. So, Rüstungsfarben ist eigentlich vollkommen uninteressant für den ersten Bereich, aber wir nehmen einfach mal Brown, Brown und noch mehr dunkles Ahorn. Passt zum Rest der Farbe. Oder vielleicht der Karamell. Karamell. Ja. Ach, ist doch. Nee, komm hier, da ist das doch schon ein bisschen betonter. So, perfekt. Was will man mehr? Sieht gut aus. Für den Anfang reicht. Ach du Scheiße, ist das alles extra? Leco mio. Okay, Stiefel. Stiefel können wir ein bisschen hier. Mattstahl, Mattstahl, Mattstahl. Jetzt geht's weiter. So, jetzt kommt unsere eigene Story. Und zwar haben wir jetzt hier mal nützliche. Ja, was heißt eigene Story? Das sind die vorgefertigten Story-Elemente. Mein nützlichstes Werkzeug ist ein universell einsetzbares Multifunktionswerkzeug. Es hat einen Schraube. Es, was? Es hat einen Schraubenschlüssel. Es hat einen Schraubenzieher. Es hat einen Spaten. Alter, das, okay, alles klar. Es hat einen lateralen Verdrängungskörper, egal was ihr braucht. Dieses Werkzeugpaket hat ein Gadget für jede Lebenslage. Okay. Meine Adleraugenbrille. Ach du Scheiße, das sieht man sogar. Ah, cool, hier hat so einen dicken Rucksack auf dem Rücken. Kann man den irgendwie rauszoomen oder so? Okay, er hat einen coolen Rucksack auf dem Rücken. Hat Spaten dabei. Perfekt. Sieht cool aus. Ein Monokel. Also ich würde lieber gern. So ein Allzeit-Pack auf dem Rücken haben. Das nehmen wir. Das sieht cool aus. Klar, wer braucht denn mal nicht einen Spaten? Und allen anderen möglichen Kram, wenn gerade der Geschützturm versagt. Auch schwierige Situationen meister ich mit Wildheit. Natürlich, ich bin ein Char. Goddammit, wenn ich hier mit Charisma und Würde rumhängen würde, würde ich ein Mensch sein. Ich bin stolz auf meine Zugehörigkeit zur, natürlich zur Eisenlegion. Asche, boah, ne, ich bin ja kein Zauberer. Blut, boah, ich bin nicht so der unbedingte Nahkämpfer. Eisenlegion. Ich marschiere im Takt mit den Wummern der Kriegsmaschinen. Die Eisenlegion hat unsere industrielle Revolution beflügelt. Ba-ba-da-ba-da. Perfekt, Handfeuerwaffen, allen drum und dran. Ich würde sterben für meinen Trupp, besonders für Maverick. Das ist eine Elementarmagierin, die loyalste Soldatin im Trupp. Die ist zwar stur, mies gelaunt, aber ist egal. Ja, gute Laune, bla bla bla. Ich guck mal ganz kurz durch. Muss ja nicht lesen, vorlesen. Ah, ist ein Dieb. Maverick ist ein Einzelkämpfer, okay. Na, ich mit der Frau will ich nie befreundet sein. Was ist das hier? Eine C-Kämpferin. C-Kämpferin ist doch schon mal gar nicht viel schlecht. Was ist das hier? Elementarmagierin, erkenne ich zu Anfang. Ja, Rivena. Waffen, nur wenn das Leben Spaß macht, bedeutet es ihr etwas. Na, das hört sich doch mal gut an. Nehmen wir doch die gute Frau. Mein Erzeuger, was? Man sagt, mein Erzeuger sei ein loyaler Soldat. Ein Schamanenhexer? Oder ein, was? Ehrloser Gladium? Ein Gladium hat keinen Trupp. Mein Vater hat seinen Trupp zurückgekehrt. Blablabla. Yang, yang, yang. Yang, yang, yang. Yang, yang. Ich wusste von seinem schlechten Ruf. Und ich. Hier haben wir. Jetzt ist er ein ehrloser Gladium, der keinen Respekt vor Befehlsketten empfindet. Ich empfinde keinen Respekt vor ihm. Was haben wir hier? Ja, komm, wir machen loyaler Soldat, wa?
Na Quatsch, komm, wir sind verzweckt, der Typ. Sein Vater ist so ein ehrloser Gladium. Ne? So, unsere Geschichte ist auch in schwierigen Zeiten. Meistere ich meine, was? Meistere ich meine Wildheit. Ich bin ein Soldat der Eisenlegion. Meine Truppe ist meine Familie. Ich würde für alle, was für sie, alle sterben, besonders für Reva, meine Trainingspartnerin. Man sagte, mein Zeuge sei ein ehrloser Gladium. Ich respektiere ihn nicht und ich weigere mich, in seinen Schatten zu leben. Ich bin ein Ingenieur und ich werde mich nie ohne Multifunktions. Achso, ihr werdet mich nicht ohne mein Multifunktionswerkzeug antreffen. Das ist meine Geschichte gezeichnet. Mein Problem. Namen ausdenken kann ich nicht. Das wird ein paar Sekunden dauern. Natürlich können wir jetzt irgendwas Standardmäßiges wie Hörnchen nehmen oder Kitty Catty. Wobei das wahrscheinlich schon vergeben ist. Oh, ich würde irgendwas Treffendes haben. Das ist immer das Problem. Einfach mal schnell einen Namen aus der Tasche zu schütteln, wenn ich einen brauche. Vielleicht quatsche ich einfach weiter, fällt mir vielleicht irgendwas ein. Ich glaube aber eher weniger. Ich hoffe aber eher mehr. Er ist ein Ingenieur, sein Vater hat keinen Namen, beziehungsweise sehen wir den hier nicht. Du, ich habe keine Ahnung. Ach, der Namen ausdenken ist für den Arsch. Oh, ich hasse es. Also sag ich mal ganz grob, Charakter zusammenbasteln, ging ja jetzt recht fix. Gut, wenn ich das nicht in der Aufnahme mache, hänge ich da eine Stunde dran. Jetzt sind es nur knapp 11 Minuten. Und hier hänge ich generell auch eine Stunde dran, wenn ich das wirklich vernünftig, einen guten Namen haben will. Name muss mindestens aus 3 Zeichen bestehen. Und der darf nur Buchstaben verwenden. Dürfen auch 2 Namen sein. Also Gladius Maximus geht. Ist aber doof. Will ich nicht. Ich könnte ihn natürlich jetzt Hörnchen nennen. Komm, wir dürfen eigentlich auch machen. Hörnchen ist eigentlich so ein Gadget-Name, oder? Aber wir nennen ihn einfach Hörnchen. Auf geht's. Nein, Hörnchen wird bereits verwendet. Lecco mio. Hörnchen. Hörnchen Sturm Faust. Einfach Bein. Okay, Hörnchen. Glattrohr? Da, passt. Schreibt man das so? Glattrohr? Ja, 2T, glatt. Ja. Hörnchen Glattrohr. Wunderbar, Glattrohr. Keine Ahnung, warum mir das gerade in den Sinn kommt. Ich glaube, ich habe gestern irgendwo. Ja, ich glaube. Bei einem Video von dem guten Rock habe ich das gelesen. Da steht irgendwas von in der Info mit World of Tanks und bis zu Glattrohren und Elektrotechnik. Zu dem wegen Panzer und sowas. Hörnchen Glattrohr, er schießt mit Gewehren und sonstigen Kram. Von daher passt das. Hört sich doof an. Also Hörnchen ist super, aber Glattrohr hört sich scheiße an. Oh mein Gott! Übrigens, ich will die Videos auf eine Minimum-Sache von 15 Minuten hinpacken. Und ich mache erstmal die ersten 15, Quatsch, die ersten 5 Folgen. Dann gucke ich mir an, wie das Ganze so ankommt. Und entweder machen wir dann einzeln weiter, oder wir machen schnell weiter, oder wir machen halt eine Folge pro Woche weiter. Ne? Je nachdem, wie ich Bock habe, wie ihr Bock darauf habt, wie es angenommen wird. Vielleicht ist es auch mal ganz lustig, ne? Vielleicht kennt ihr Guild Wars nicht, vielleicht wollt ihr es miterleben, vielleicht habt ihr auch neu angefangen, dann können wir natürlich ein bisschen untereinander unterstützen. Vielleicht können wir auch zusammen eine Gilde gründen. Das ist natürlich nur eine ganz andere Geschichte, wenn ihr sagt, ja, wir zocken alle. Boah, halt ihr, der von den 400 Abonnenten spielen 150 Abonnenten Guild Wars. Dann natürlich, logischerweise, ihr seid sofort am Start, wir machen sofort eine Gilde auf und wir können auf jeden Fall sofort loslegen und Gas geben. So, jetzt müssen wir hier noch ein beschissenes Nachnamending finden. Glattrohr hört sich kacke an. Ich habe ja die gerade in den PC Games rumliegen. Was steht denn da so drin? Sorry, Klimper, Klimper. Haben wir da irgendeinen. Haben wir hier. Ich schlag mal Seite X auf. Ich brauche einen Namen von irgendeinem Charakter. Verdammte Axt, den ich umformen kann. Sorry, dass ich hier gerade ein bisschen rumwedel und dass ihr wahrscheinlich jetzt ein Rauschen drin habt. Hörnchen. Der
scheiße. Das ist Namen finde ich doof. Sein Gladion in seinem Schattenleben. Hörnchen. Hörnchen spielt einfach so einfach, ist auch doof. Kann ich das Hörnchen mit Öl schreiben? Wird das angenommen? Natürlich nicht. Hörnchen. Hörnchens. Gibt es hier so eine Akzentscheiße? Das wäre natürlich. Oh, das ist perfekt. Hörnchen. Das sieht scheiße aus, ne? Hörnchen. Komm mit dem Hörnchen. Den Char. Ingenieur. Auf geht's. Let's fucking do it. Und bevor ich das jetzt hier anklicke und wir sehen, ob es falsch ist oder nicht, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Erfolg und vielen Dank schon mal fürs Support. Wir sehen uns. Bis dann. Hauen Sie rein. Tschüss.